Andi Kuhn, was war das für ein Gefühl, heute nach 2 Jahren bei Rapid das erste Mal zu spielen? Ja, es war ein großartiges Gefühl. Hat mich sehr gefreut, jetzt mein Pflichtspieldebüt für Rapid zu geben. Und ja, dafür gibt es eigentlich nicht viele Worte. Also, heute erfahren hat, dass er nominiert wurde im Kader, glaube ich, rinnt man heute jetzt noch die ganz laut ab, wie sich die Mitspieler gefreut haben, dass er wieder dabei war nach so einer langen Zeit. Ich glaube, das hat er sich mal zum ersten nicht erwartet und zum zweiten hat er sich auch nicht erwartet, dass er heute zum Einsatz kommt. Wir wollten ihm einfach das erste Spiel heute gönnen. Wie sind diese 2 Jahre für dich verlaufen? Was waren deine Gedanken in diesen 2 Jahren? Wollte man da schon irgendwann mal aufgeben auch? Nein, aufgeben habe ich nicht gedacht, weil ich bin ein junger Spieler und es gibt auch genug Profis, die nach langen Verletzungen zurückgekommen sind und dann nimmt man solche Spieler als Vorbild und versucht dann natürlich immer alles zu geben und versucht auch in der Reha immer nach vorne zu schauen und ja, man hofft halt natürlich, dass es irgendwann ein positives Ende hat. Wie war das für dich heute beim Spiel, zuzuschauen und zu hoffen, reinzukommen? Ja, ich habe natürlich gehofft, dass wir in Führung gehen und dass vielleicht der Trainer dann an mich denkt, dass ich eingewechselt werde. Und ja, jetzt bin ich natürlich überglücklich, dass es passiert ist.